jetzt schnell auf zur Schule! Oh nein, 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 ich komme schon wieder zu spät. Wieso komme ich eigentlich immer zu spät? Ich sollte unbedingt mal früher aufstehen. Okay, ist nicht schlimm. Wir gehen da jetzt rein und, huch, da steht jemand. Was? Sandy! Psst. Hey, alles... Psst. Was machst du denn schau hier? Mal. Ja, schau mal, der... Psst. Jetzt sei doch leise. Du, warum stehst du da? Ey, schau mal, der ist neu. Siehst du nicht, der ist neu. Der Junge da, der ist... Ist der neu auf unserer Schule? Ja. Echt? Ja, ich habe mich alleine nicht getraut. Wollen wir ihm Hallo sagen? Echt? Stehst du hier und beobachtest ihn einfach? Das, ja, jetzt sei doch leise. Ich flüster doch schon. Okay. Ja, wir können ihm Hallo sagen und fragen, in welche Klasse er geht, oder? Oh, das ist eine gute Idee. Oh, warte mal, die Schuhe klingeln. Wollen wir kurz rübergehen? Hey. Sandy, der ist einfach gegangen. Der ist in die Klasse gegangen. Ach so, es hat geklingelt. Warte, ich muss nur meine Bücher holen. Sekunde. Oh nein, ich habe meine Bücher auch noch nicht. Warte, oh Easy, bitte warte auf mich. Ich habe meins auch. Okay, jetzt aber schnell. Warte mal, ist er nicht hier reingegangen? Da sitzt er. Oh mein Gott. Okay, komm, auf unseren Platz. Der sitzt genau hinter mir, Sandy. Ich seh's. Okay. Hallo, Klasse, und willkommen zu unserer heutigen Mathematikstunde. Bevor wir anfangen, möchte ich euch noch jemanden vorstellen. Sie meinen den neuen Schüler, Sandy. Ich glaube, sie meint den neuen Schüler. Ja, das glaube ich auch. Cool. Möchtest du bitte nach vorne kommen und dich selbst vorstellen? Na klar, kein Problem. Boah, ich bin gespannt, wer er ist. Hallo Mitschüler, mein Name ist Francisco und ich lerne schon seit einer Weile Deutsch, deswegen klingt das auch ganz gut. Wie ihr sehen könnt, habe ich ordentlich Kohle und ich bin auch ziemlich gut in der Schule. Alles klar, wir lernen uns bestimmt noch kennen. Ich setze mich mal wieder. Was? Francisco? Okay. Kommt der aus Italien, Spanien, Portugal? Ja, wahrscheinlich. Irgendwie so, oder? Irgendwie ich glaube komisch. Auch. Mädels, konzentriert euch doch mal. Der Matheunterricht beginnt. Oh, okay, ist ja schon gut. Sorry. Upsi. Oh, Sandy, ich kann nicht mehr. Oh Gott, diese ganzen Zahlen, die machen mich so... Oh nein, oh. Sie ganz ruhig. Es ist vorbei. Die Stunde ist vorbei. Oh yeah, wir haben endlich frei. Nicht so schnell, Mädels. Kommt mal bitte zu mir. Frau Lehrerin? Was will denn die Lehrerin? Also, ich würde es ganz toll finden, wenn ihr euch um Francisco kümmern könntet und ihn hier in der Schule etwas rumführt. Wir? Wieso denn wir? Na, die anderen Schüler sind heute alle nicht da. Die sind auf einem Ausflug und ihr seid die Einzigen, die hier sind. Also, ihr kümmert euch um ihn und basta. Okay. Ja, klar, machen wir. Kein Problem. Na komm, lass Hallo sagen. Dann gehen wir mal zu ihm. Hallo, ich bin Sandy und das neben mir ist Sandy. Nee, warte mal. Ich bin Sandy, hallo. Achso, ja, sie ist Sandy und ich... Wie ist mein Name nochmal? Ich hab's vergessen, Sandy. Dann... Easy, der Name ist Easy und ich bin Sandy. Easy. Hi. Ja, genau, das ist Easy, ich bin Sandy und freut uns, dich kennenzulernen, Francisco. Mann, ihr scheint ja ganz schön verwirrt. Was ist denn los mit euch? Oh, Mathe hat meinen Kopf echt zum Platzen gebracht. Ha, das kann ich verstehen. Also, wir dachten uns, dass wir dich jetzt mal ein bisschen rumführen, weil du möchtest doch bestimmt die Schule sehen, oder? Ja, klar. Na dann, let's go. Okay, alles klar, dann komm mal mit. Also, die Spinter hast du ja schon gesehen. Das sind, glaube ich, die für Jungs. Und hier um die Ecke sind die für Mädchen. Aber du kannst sie auch aussuchen, wenn du einen für Mädchen haben willst. Dann kannst du auch als Easy, Mädchen einen blauen nehmen. Easy, er bewegt sich nicht. Keine Meter. Wieso steht er denn da hinten rum? Wieso kommt er nicht mit? Weiß ich nicht, frag ihn doch mal. Hey, wir würden jetzt gerne dir die Schule zeigen. Kommst du jetzt? Sorry, war gerade beschäftigt. Ja, klar, geht's ruhig schon vor. Ich komm danach. Okay, alles klar. Ja, dann komm mal mit, Francisco. Ich zeig dir mal, was wollen wir ihm zeigen, Sandy? Die Cafeteria? Die Cafeteria! Ja, das ist wichtig, das stimmt. Okay. Also, Francisco, sag mal, kommt der noch mal? Komm, Francisco, jetzt beweg deinen Hintern hier rüber, bitte. Wird's bald? Ja, ich komm ja schon. Ist ja gut. Der Sandy, der ist aber schon ordentlich komisch. Ja, ich glaube, er ist too cool for school. Ich glaube nämlich auch. Okay, Francisco, dann da vorne, siehst du das? Das da ist die Cafeteria. Und hier gibt's leckere Doritos. Oh, heute Mittag gibt's wieder Doritos, Sandy. Oh, so lecker.
Wollen wir Francisco auch Doritos geben? Okay, komm mal mit. Guck mal, möchtest du ein Dorito probieren? Nee, so ein Fraß würde ich mir niemals reinwürgen. Okay, alles klar, bleibt mehr für uns. Komm mal mit runter, ich zeig dir mal den Rest. Also da wären wir jetzt auch schon bei der Sporthalle. Sandy, hör auf, die Doritos zu futtern. Hier, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wir sind beim Sport. Oh, pack die mal weg, die Doritos. Nein. Okay, er kommt. Francisco, hier ist der Sportunterricht normalerweise. Und ja, hier kann man, keine Ahnung, was Basketball spielen. Da geht's auch nach draußen, auf dem Sportplatz. Ja, machst du gerne Sport? Ich mach gerne Sport, na klar. Okay, cool. Und was da? Oh, Sandy, was... Was machst du da? Lisi, Oh, der ist nach hinten geflogen, der Ball. Okay. Ich hab dich abgeworfen. Oh, wieder hast du 10 Punkte. Und hier sind wir jetzt in der Aula. Also hier sind Veranstaltungen und sowas. Aber das scheint dich ja eh nicht so wirklich zu interessieren. Also, willst du was tanzen, Sandy? Oder was hast du da vor? Klar. Oh yeah. Warte, ich mach mit. Oh yeah! Oh nee, nicht schon wieder die Klingel! Okay, der Unterricht geht weiter. Also dann, Schüler, die Tests liegen alle auf euren Tischen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Oh nein, nicht schon wieder eine Englischarbeit, Sandy. Hast du Vokabeln gelernt? Ja, ich habe Vokabeln gelernt. Oh nein, ich nicht so richtig. Oh, das wird schon. Mal sehen. Frau Lehrerin, ich muss mal kurz zur Toilette. Ist das in Ordnung? Natürlich, Francisco, aber lass deinen Test bitte so lange hier. Okay, kein Problem. Der geht einfach, Sandy. Er geht einfach auf Toilette. Mitten im Test. Das ist doch strange, oder? Der hat die ganze Zeit sein Handy gehabt. Das ist echt komisch. Ach, ich mach mal weiter. So, Sheila, ich habe eure Tests kontrolliert und ihr bekommt sie auch schon wieder zurück. Also, Sandy, du bekommst eine 2. Gute Arbeit. Du hast offenbar gelernt. Eine 2, Sandy, super. Yay! Easy, es tut mir leid, aber du hast scheinbar nicht so doll gelernt. Für dich gibt es heute nur eine 3. Nur eine 3? Oh, ist ja nicht doll. Oh nein, easy. Oh. Francisco, also wirklich, dass du so gut Englisch sprichst, hätte ich gar nicht gedacht. Du kannst ja auch schon Deutsch und Italienisch, also Respekt. Du bekommst heute eine 1. Sandy hat eine 1 bekommen. Was? Eine 1? Einfach wie hat er denn eine 1 bekommen? Dabei ist das seine erste Stunde und der war die ganze Zeit auf dem Klo mit seinem Handy. Da stimmt doch was nicht. Da stimmt definitiv was nicht. Sandy, meinst du, der hatte irgendwie auf seinem Handy gespickt oder sowas? Der hat doch safe die Antworten aus dem Internet. Ja, vor allen Dingen, er ist dann auf Toilette gegangen und er hatte ja da sein Handy dabei und dann kam er wieder und hat dann weitergeschrieben, ganz fleißig. Also ich glaube, der hat... Wieso erlaubt die Lehrerin das überhaupt? Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt aufgefallen ist. Weißt du, bei uns, da guckt die immer so mega genau, aber er ist ja der tolle, wunderbare Austauschschüler, weißt du? Okay, Sandy, wir müssen rausfinden, was passiert ist und ob er geschummelt hat. Endlich große Pause! Da kann ich das Mathebuch mal in meinen Spind stecken. Ah, so, zack. Okay, Sandy, was wollen wir jetzt eigentlich machen? Easy, da war Francisco. Ich habe gesehen, der ist zum Direktor gegangen, oder? Was macht er denn beim Direktor? Weiß ich nicht. Lass mal zur Tür gehen, wir müssen lauschen. Komm, stell dich ran. Warte, was reden die da? Hörst du das? Also, Herr Direktor, hier ist die Kohle, um die Sie gebeten hatten. Und ich werde auf jeden Fall weiter gute Noten kriegen. Zwinker, zwinker. Warte mal, Sandy, was meint der damit? Mit gute Noten weiter... Wieso Kohle hat er... Achtung, er kommt! Also, der hat Geld in der Hand. Sandy, er hat Kohle in der Hand. What? Ich glaube... Meinst du, der besticht den Direktor, damit er gute Noten in der Schule kriegt? Das wäre frech. Wie kann er das nur wagen? Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir müssen ihn zur Rede stellen. Definitiv. Hinterher, schnell! Sandy, irgendwo muss er doch gewesen sein. Hä, wo ist ich er denn verstehe jetzt das hin? Nicht. Mann, ich glaube, wir haben ihn verloren. Das können wir vergessen, oder? Ah, ich glaube auch. Das ist ja doof. In die Richtung? Oder ist er hier gewesen? Warte mal. Hä, ist dann... Der hat Pizza... Warte mal. Das... Sandy! Das ist er! Warum... Francisco? Was macht ihr denn hier, Mädchen? Wieso lieferst du Pizza aus? Ja, genau. Ich liefere die Pizza aus. Das mache ich als Hobby. Wer liefert denn Pizza als Hobby aus, Sandy? Hä, ich dachte, du bist reich. Ja. Naja, jeder braucht ja so seine Freizeitaktivitäten, oder? Klar, aber es gibt doch Spannenderes. Sag mal, ist dieser Wohnwagen...
Wohnst du hier? Was? Nein, spinnst du? Ich wohne doch nicht hier. Er wohnt schon hier. Da stehen seine Schuhe und seine Schultasche und alles. Was? Du wohnst in dem Wohnwagen hier? Ich dachte, du bist reich. Ich verstehe das nicht. Ja, okay, ich geb's zu. Ich hab gelogen. Ich wollte nicht, dass die Leute mich nicht respektieren in der Schule. Aber wir respektieren doch niemanden, weil er reich ist, sondern weil er nett ist. Ist doch egal, ob du reich bist oder nicht. Die Hauptsache ist, dass du nett bist und vor allem nicht betrügst. Ja, vielleicht habt ihr recht. Sind wir jetzt Freunde oder nicht? Ich meine, Sandy, wollen wir kurz, komm mal mit. Sollen wir... Sandy, sind wir jetzt Freunde mit ihm oder nicht? Was denkst du denn? Ja, weiß ich nicht. Hat er jetzt betrogen oder nicht? Was ist denn jetzt? Bezahlt er die Schule? Ich möchte jetzt die Wahrheit erfahren, weil sonst möchte ich nicht Freunde mit ihm sein. Stimmt, da hast du recht. Das müssen wir ihn nochmal fragen. Aber wenn alles okay ist, dann könnten wir uns ja eigentlich mit ihm anfreunden. Das stimmt. Okay, weil nett ist er ja eigentlich schon. Zu ihm gehen. Kannst du uns nochmal kurz erklären, für deine guten Noten hast du da eigentlich bezahlt mit dem Pizzageld oder was sollte das? Was? Ich zahle doch nicht für gute Noten. Nein, ich war beim Direktor, um die Schule zu bezahlen. Wieso musst du denn die Schule bezahlen? Naja, ich komme ja nun mal nicht aus Deutschland und ich muss die Schule bezahlen, wenn ich hier zur Schule gehen will. Ach, das wusste ich gar nicht. Oha, das ist ja hart. Ja, aber das passt schon. Ich liefere Pizza aus, verdiene Geld und so kann ich mir das alles leisten. Wollen wir vielleicht ins Kino gehen? Ja, klar. Wollen wir ins Kino gehen, Sandy? Kino klingt klar, gut. Warum nicht? Ja, alright. Ich muss noch kurz meinen Ranzen nach Hause bringen. Wir sehen uns dann gleich da. So, Freunde, das war's mit unserem heutigen Video mit dem neuen Austauschschüler. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, abonniert Sandys Kanal, schaut auch bei ihr vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta. Tschüss.